Ja, hallo, wir sind heute in einer Radarfolge im Außeneinsatz. Wir sind hier auf der Ecke Bahrenfelder Steindamm und Stahltwiete, stehen vor dem Haus der beiden Labels Büro B und Tapete Records und dann schauen wir mal nach, ob jemand zu Hause ist. Ja, jetzt sind wir hier drin bei Tapete Records und bei Büro B. Hallo Daniel, hallo Gunther. Moin, hi. Schön, dass wir alle ein bisschen Zeit haben, uns zusammenzusetzen hier. Wir sind bei euch hier im Office und ja, ihr seid Labelbetreiber, beide schon eine ganze Weile dabei. Was heißt das eigentlich, Label machen in Zeiten von Corona oder auch davor? War ja schon immer eine spannende Geschichte, eigentlich sowas so initiativ zu machen. Ist ja ein anderer Job als viele andere. Das stimmt, das ist auch eine Berufung so ein bisschen. Also man versucht, junge Künstler, etablierte Künstler, überhaupt Musik, die einem gefällt, halt bekannter zu machen, überhaupt eine Plattform zu bieten, damit halt Künstler ihre Vision auf Vinyl, auf CD oder digital in die Welt hinausbringen können. Und ja, ist das ein Job anders als andere? Weiß ich nicht. Also man sitzt hinter einem Schreibtisch, man bedient ein Telefon, einen Computer und Okay. hat vielleicht ein bisschen mehr Spaß daran, als wenn man irgendwie Türklinken oder Autoreifen verkaufen würde. Wobei nichts gegen Türklinken und Autoreifenverkäufer, Andere die Leute vielleicht haben. auch genau das so in ihrem Leben machen wollen. Ja. Klar, wenn du hart auf Pneus stehst und auf Reifen und so weiter, dann geht da auch was so, ja. Und auf Chrom. Ja. Ja. Wie, aber ihr macht das ganz optimistisch, locker, oh, trotz Corona geht das immer schön weiter? Oder ist das jetzt irgendwie, merkt ihr jetzt gerade so im letzten Jahr, dass da sich was verändert hat oder so? Genau, also das merkt man natürlich schon, die ganzen Begleitumstände, dass da Einzelhandel eben durch die Lockdowns geschlossen war und wir dann eigentlich unsere Platten dann auch nur noch eingeschränkt über Mailorder verkaufen können. Das merken wir natürlich schon. Und wir haben ja auch eine eigene Booking-Abteilung hier bei uns im Haus. Das heißt, alles, was so das Konzerte organisieren angeht oder auch eben das Bewerben von Platten durch Konzerte, ist natürlich so gut wie weggefallen. Grundsätzlich hatten wir aber relativ schnell letztes Jahr, als das losging, die Entscheidung dann getroffen, dass wir eigentlich alle Veröffentlichungen doch weiter durchziehen. Andere Labels haben da ja erstmal alles gecancelt und auf Eis gelegt. Das haben wir eigentlich so weitergemacht, was, glaube ich, unseren Künstlerinnen und Künstlern auch ein wichtiges Signal war. Die waren so alle ganz, ganz froh darum, dass eben diese Veröffentlichungen doch noch weiterlaufen und so der Input, den sie jetzt auch liefern und das, was sie produzieren, eben nicht jetzt auf Halde gelegt wird und auch erstmal diese Pandemie überstehen muss, sondern dass die Veröffentlichungen eigentlich weitergehen und wir unser Publikum versuchen dann auch durch diese Zeit mit neuer, spannender Musik zu bringen. Ja. Wie ist das so? Klar, Plattenläden, Klassiker, man geht hin, sucht sich eine Platte aus oder hat eine im Sinn und holt die sich ab. Mailorder läuft ja auch schon lange über Internet und so. Kriegt ihr dann, habt ihr so ein bisschen den Eindruck, dass er auch gerade über Mailorder dann auch jetzt vermehrt reinkommt, weil dann trotzdem die Leute weiter bestellen oder irgendwie an Mucke dranbleiben wollen so? Das merken, glaube ich, nicht nur wir, es kriegen wir auch von Partnern mit wie HHV oder Flight 13, dass halt es denen vergleichsweise noch einigermaßen gut geht, weil die Leute halt dort bestellen. Bekommt man mit, klar, ist natürlich wünschenswert, ist es so, wie du es sagst, dass man halt den lokalen Handel unterstützt und dahin geht und sich auch beraten lässt und vielleicht auch Tipps bekommt von seinem Plattenhändler des Vertrauens. Aber ja, wir kriegen schon mit, dass Leute auch froh sind, dass eben, wie Daniel sagt, halt doch Musik veröffentlicht wurde. Wir hatten auch neulich eine Vertriebskonferenz mit unserem Vertriebspartner, die auch sich dafür bedankt haben, dass wir halt als Label das durchgezogen haben und damit wenigstens irgendwas möglich war, selbst irgendwie in den Zeiten, wo ja dann mal 2 Monate gar nichts ging, aber immerhin hat es auch deren Betrieb so ein bisschen mit am Laufen gehalten. Jetzt nicht nur wir, aber grundsätzlich fanden die das auch ein gutes Signal, dass man halt nicht komplett gestoppt hat, so Ja. an der Zeit. Ja, und auch die Größenordnung, ne? Wir hatten dann, was hast du gesagt, 60 Platten letztes Jahr veröffentlicht, released im weltweiten Handel dann so. Genau, also wir haben tatsächlich sogar mehr Platten veröffentlicht als vorher. Es ist eben auch ein bisschen daher auch so gekommen, dass Kollegen, die im Booking gearbeitet haben, natürlich außer Konzerte verschieben nicht mehr viel machen konnten, aber trotzdem totale Musikfreaks sind und auch Ideen hatten, was man vielleicht an Wiederveröffentlichungen machen kann. Und da sind wir ziemlich schnell, haben wir so ein bisschen umgeschwenkt, eigentlich gar nicht so bewusst, dass wir gesagt haben, müssen wir machen, aber das heißt, die Kapazitäten waren da und wir haben auch nicht
das so geplant, dass wir jetzt 60 Platten machen, sondern am Ende des Jahres haben wir mal geguckt und mal so zusammengezählt und es sind tatsächlich, im Jahr davor waren es 40 und dann im Pandemiejahr sogar noch irgendwie mehr. Ja. Speaking of Plattenläden, so hier in Hamburg, habt ihr da so ein paar Tipps? Also irgendwann werden die Läden ja wieder aufmachen. Wer jetzt hier zuschaut, in welche Plattenläden kann man gehen? Findet eure Platten, eure Releases oder auch anderen spannenden Scheiß so? Genau, also es gibt natürlich, man einmal als Musikfan selber und durchs Label hat man natürlich viele persönliche Verbindungen zu den Läden hier. Für mich persönlich, je nachdem, was ich jetzt suche, also einfach eine gute freundschaftliche Beziehung zur Plattenrille zum Beispiel. Ja. Also wenn ich dann eher Klassiker suche oder gebrauchte Platten, dann sicherlich in der Plattenrille oder ansonsten, wenn man neue Platten sucht, sicherlich auch Hanseplatte oder eben die bekannten Läden, die man hier dann. Ja, also für uns ist das immer ganz nett zu sehen, also dass die Hamburger Läden, was die Verkaufszahlen betrifft, immer relativ weit vorne sind. Michel, Hanseplatte, Zardos, da freut man sich, wenn der Ausschlag sozusagen, wenn man mal sieht, dass da mehr als 3 Platten von der Veröffentlichung verkauft wurden. Und da sind diese Läden immer vorne mit dabei, was eben auch zeigt, dass ja die Beratung da auch echt gut ist. Ne? Und da auch Leute sitzen, die wahrscheinlich genau wie wir, oder das wissen wir auch, wir kennen die ja auch, die genauso wie wir Bock haben auf Musik und Musik an die Frau und den Mann zu bringen. Ja. Also eben das nach außen zu tragen, dass es eben gute Musik gibt. Genau, also da ist ein Punkt, der wirklich die Plattenläden, wir hatten das auch schon in der Sendung, dass wir immer wieder drüber gesprochen haben mit Leuten, mit Felix Kubin zum Beispiel, der dann da war und meinte, ein guter Plattenladen oder mehrere gute Plattenläden ist für Stadtteile und überhaupt für Live-Musikkultur immens wichtig, dass das überhaupt da ist. Ein anderer Punkt ist überhaupt auch, wie so, ihr liest beide eher so subversivere, experimentellere, also entweder poppig oder ambient-lastig, was auch immer, Musik. Wie ist dann eigentlich die Sichtbarkeit von dieser und der Zugang zu dieser Art von Musik? Wie seht ihr das? Im Öffentlich-Rechtlichen ist ja nicht viel zu sehen davon so. Und sonst, also wie kommt Mensch an so eine Art von Mucke, die ihr released so? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es hat sich natürlich allgemein durch das Internet viel verschoben und es gibt viel mehr Quellen, wie die Menschen heute die Musik entdecken. Also für Büro B, was so diese experimentelle elektronische Musik angeht, gibt es so verschiedene Quellen. Ich habe das Gefühl, da sind so Mixtapes oder DJ-Empfehlungen dann teilweise ganz wichtig. Also dass das einfach so Verteilerquellen sind, über die Menschen dann neue Musik entdecken. Und da geht es ja dann auch ganz oft darum, dass es eben wirklich progressiv ist, dass es eben wirklich Dinge sind, die ganz frisch klingen, weil gerade das eben das ist, was die Leute an dieser elektronischen Musik dann interessiert. Oder seien es eben Spotify-Playlist oder wirklich tatsächlich der Gang zum Lieblingsplattenladen, wo man neue Empfehlungen bekommt. Mhm. Also das ist sehr, sehr weit gestreut heute oder eben über sowas wie Bandcamp, wo Leute sich dann einfach wirklich einen halben Tag durchhören, eben auf der Suche nach etwas, was sie nicht kennen und vielleicht anders als früher, wo man in den Plattenladen gegangen ist und exakt das gekauft hat, was man vielleicht kannte oder eben nur auf die Auswahl beschränkt, weil die da ist, ist das Feld und das Spektrum natürlich heute noch viel größer, Musik zu entdecken. Deswegen ist so die Sichtbarkeit, das lässt sich tatsächlich schlecht sagen. Also ich glaube, wer sucht, der findet das schon. Also es gibt auf jeden Fall einen Platz dafür, selbst glaube ich für die obskursten Releases, die wir haben, wo wir selber manchmal, wo Leute herkommen und sagen, ich dachte, ich wäre der Einzige von 3 Leuten auf der Welt, der das kennt und hört irgendwie. Also das ist ja super, dass ihr das neu veröffentlicht, aber ganz ehrlich, werdet ihr das überhaupt los? Und es klappt natürlich nicht mit allem, aber tatsächlich findet man auch selbst für ganz obskure und versteckte Sachen, findet sich da eine Hörerschicht. Und manchmal ist es ganz überraschend, wir hatten so eine Kassettencompilation mit so alter Kassettenmusik, die ein Künstler von uns zusammengestellt hat aus Düsseldorf-Kassettenmusik aus den 80ern und die ist dann bis nach Japan und im Ausland, weil lief die einfach unglaublich gut, weil es da eine große Neugierde einfach gab auf das Thema. Ja. Genau, also die Sichtbarkeit hängt, glaube ich, auch echt davon ab, wen du halt fragst, wenn du irgendeine Person in Lüdenscheid, nichts gegen Lüdenscheid, irgendwie fragst, hast du mal jemals was von der Band so und so gehört, die bei uns veröffentlicht, werden die wahrscheinlich mit Kopf schütteln oder kennst du die Firmen Tapete oder Büro B, das sind für die alles irgendwie böhmische Dörfer, aber wenn du natürlich in einem gewissen Umfeld dich bewegst, ist das schon, sind die Labels bekannt und auch die Künstler bekannt und es ist klar, eben Segen und Fluch der Nische sozusagen, du wirst bei uns nie, wir haben nie das Problem, dass es ein riesen Mainstream-Hit werden könnte und aber es nicht wird, weil nicht auf allen Radiosendern gespielt wird, weil die Musik, die wir rausbringen, sowieso da eigentlich nicht richtig platziert wäre. Ja. Und deswegen
wie Daniel sagt, muss man halt auf allen Kanälen versuchen, halt die Musik bekannter zu machen. Und man freut sich halt dann, wenn Sachen auf BBC 6 gespielt werden, kann dann wiederum zu Radio 1 gehen oder zu Deutschlandfunk und sagen, guck mal, die Engländer, die spielen das doch schon. Jetzt überleg doch auch mal, vielleicht den Künstler wenigstens mal eine Chance zu geben. Das ist dann auch Labelarbeit? Also ihr ruft dann, ihr checkt das ab, wo läuft das und könnt ihr wieder in Deutschland sagen, so, hey, guck mal, die machen das schon. Na klar. Also das ist natürlich durchaus ein Argument. Also wenn man halt sagen kann, in England wird das wahrgenommen und warum findet das dann hier nicht statt? Es ist ja auch ein gewisses Siegel der Güte, sage ich mal, wie auch immer, wenn halt BBC sowas spielt. Ja? Also, und das funktioniert richtig, richtig gut tatsächlich in England. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber auf jeden Fall, die Sichtbarkeit muss man auf allen möglichen Wegen versuchen. Ja, und von E-Mail-Verteilern auch, was jetzt sehr, sehr klassisch und oldschool vielleicht klingt, bis hin zu Soundcloud, Mixtapes machen und so weiter und so fort. Also das ist auch einer der Kerngeschäfte tatsächlich, diese Sichtbarkeit. Also so die Labelarbeit hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Das kann Gunther sicherlich noch viel besser sagen, aber früher war das Label, war es ja eigentlich das Nadelöhr, durch das man musste, wenn du nicht auf dem Label warst. War außer vielleicht im, weiß nicht, im Untergrundkassettenkreis deine Musik eigentlich nicht verfügbar. Und das Label hat natürlich auch ein Image gemacht der Band und die Band viel mehr geformt. Heute läuft das mit den Künstlerinnen ja anders. Also die kommen hier zu uns und haben eigentlich natürlich schon ihr Image und vielleicht tatsächlich auch schon sich selber so ein Publikum aufgebaut. Und dahingehend hat sich die Arbeit eigentlich so verändert, dass wir, also weil so viel verfügbar ist heute einfach durchs Internet, wir eigentlich diesen Weg bereiten müssen, aus all diesem Wust etwas herauszuarbeiten und da so ein klares Profil zu schaffen, um überhaupt diese Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es einfach so viel Musik da draußen gibt. Und das ist eigentlich so ein Kerngeschäft von uns. Also wenn eine Veröffentlichung erstmal draußen ist, geht eigentlich der zweite Teil der Arbeit eigentlich los, die unsere Promo-Kollegen hier machen, nämlich dem so eine Plattform zu schaffen und auch so ein Narrativ zu schaffen, der in all dem Wust, was den es an Musik gibt, vielleicht den Leuten auch einfacher macht, einen Zugang dazu zu finden. Ja, ist auch für uns eigentlich so Stugnitz-Kosmos. Also wir haben auch keine direkte Stilrichtung, aber auch der Zug zu progressiver, innovativer, sperriger Geschichte ist auf jeden Fall schon traditionell da, schon lange bevor ich zum Beispiel dabei war. So, das ist irgendwie dort irgendwie ein Ort, wo das so passiert. Und ich denke, das ist auch, ja genau, auch da geht es um diese Sichtbarkeitsmachung und auch das, was man als Trademark so ein bisschen bezeichnet. Ich meine, Büro B hat eine sehr starke Trademark so von außen wahrgenommen, auch Tapete. Ist das was auf eurem Geschmack quasi wuchert oder macht da irgendwie das ganze Team da rum oder ist das mittlerweile so ein Automatismus, ein Zufluss an neuen Bookings und am Rooster und so oder? Ich würde mal sagen, eine Mischung aus all dem. Ne? Also es ist zunächst also gestartet natürlich mit einem persönlichen Geschmack, dann der persönliche Geschmack des Teams, was auch immer größer geworden ist. Und dann verselbstständigt sich natürlich sowas, dass man, das ist ja sehr schön, wenn du sagst, es ist nach außen hin ein musikalisches Gesicht erkennbar, sage ich mal. Und das, dadurch kommen dann auch wiederum Künstler natürlich zu uns, die sagen, okay, die und die Acts sind auf dem Label, da würde ich mich auch sehr wohlfühlen und nehmen uns das dann an. Genau, also es ist relativ komplex. Also Büro B zum Beispiel ist ja eigentlich als von Gunther ins Leben gerufen worden als Reissue-Label. Das heißt, da kamen zunächst Wiederveröffentlichungen von dieser aus den 70er Jahren, vor allem frühen elektronischen deutschen Musik, die da wieder veröffentlicht wurden. Und später kamen dann auch aktuelle Künstlerinnen und Künstler hinzu. Darum ist es so ein bisschen gewachsen. Also tatsächlich auch aus dieser Tradition, aus der diese alten Releases kamen, dann die neuen Bands, die kommen. Und dann ist es wirklich ganz unterschiedlich. Es ist einmal persönlicher Geschmack, was auch notwendig ist, finde ich. Also ich fände es schwierig, wirklich vollen Herzens eine Veröffentlichung zu betreuen, zu bewerben oder auch einfach mit Herzblut sich da einzusetzen, zu der man gar keinen Zugang hätte. Und gerade für die elektronische Musik, die dann ja auch in Deutschland wirklich eine lange Tradition hat, ist es, glaube ich, auch wichtig, so nicht nur Veröffentlichungen zu machen, sondern auch so eine Art Szene eigentlich anzubieten, auf der sich Künstler und Künstler treffen können, wo Kollaborationen stattfinden und wo man merkt, okay, das ist tatsächlich, das,
das ist irgendwie so ein Impulspunkt, alles, was um dieses Label herum passiert. Das zieht natürlich auch andere Künstlerinnen und Künstler an, und im besten Fall hat das dann einfach so eine Sogwirkung, dass daraus auch wieder Neues entsteht, was wir tatsächlich merken. Also auch Büro B hat sich natürlich verändert von diesem Reissue-Label zur aktuellen Künstlerinnen und Künstler. Inzwischen ist das fast 50-50. Und man merkt das darüber auch, dass das Label natürlich auch einfach Interesse beim Publikum, einmal ein neues Publikum sich erschließt, und aber auch ganz andere Künstlerinnen und Künstler, die uns anfragen und die zu uns kommen. Das hat sich schon sehr verändert in den letzten Jahren. Ja. Du hast gerade hier auch ein paar Platten in der Hand. Sind das aktuelle Releases von Büro B? Genau, das sind so einfach tatsächlich, was jetzt ganz kürzlich rausgekommen ist, einmal Conny Frischauf. Das ist eine Künstlerin aus Wien. Die hat ihr Debütalbum bei uns veröffentlicht. Okay. Also das sind jetzt mal so zwei Debütalben. Ein Beispiel dafür wird auf BBC gespielt. Genau. Conny Frischauf ist in UK quasi am Start. Ja, also was heißt am Start? So. Sie hat da eine gewisse Sichtbarkeit auf einem Sender von Radio-DJs, wo man sagen würde, das ist ja auch eine sehr kontinuierliche Arbeit, die wir da im Ausland auch gemacht haben, über Jahre hinweg, dass man halt sagt, wenn uns das einer vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, dass Gideon Coe in der Musiksendung Sachen von uns spielt, dann hätten wir gesagt, ja, das wäre ja schön. Und mittlerweile ist das halt wirklich eine Plattform, die halt auch erkannt hat, dass halt Musik, die von diesen Labels und von diesen Künstlerinnen kommt, halt ihren Wert hat und es wert ist, gespielt zu werden. Genau. Ja. Und dann wir hier nochmal auch eine Platte, die ganz neu draußen ist. Das ist jetzt eine Platte vom Künstler aus Hamburg, Richard von der Schulenburg, der hier aus dem Pudelumfeld kommt und auch eine sehr, sehr schöne Art Library-Musik-Platte aufgenommen hat, die wir auch rausgebracht haben. Also beides im Grunde Alben von jungen Künstlerinnen und Künstlern, die wir veröffentlicht haben. Und was Gunther gerade sagt, wo dieser Effekt tatsächlich so ein bisschen eintritt, auch dass das Büro B vielleicht auch eine Art Vorschussvertrauen genießt, sowohl in der Presse- oder Radiolandschaft als auch vielleicht beim Publikum und man darüber vielleicht auch das Glück hat, Zuhörerinnen und Hörer zu generieren, die vielleicht sonst gar nicht darauf gestoßen wären. Ja. Genau. Wir hatten hatten wir erst kürzlich noch im Kongress, im RC3-Kontext beim Chaos-Trawler so einen Ausschnitt noch gezeigt und wir sind gerade auch schon in Kontakt, mal gucken, was da noch passiert. So, gerade hier neue Platte 2021 irgendwie ist auf jeden Fall ein Argument. Man kann ja gerade nicht live spielen. Ja. So, über die Plattform irgendwie, über die Online-Sendung, so geht das ja dann noch. Genau. Ja, schauen wir mal. Ja. Genau, und das sind auch so interessante Platten. Ich hatte hier noch eine dritte mitgebracht, die ist jetzt aus dem letzten Jahr. Die ist so fast in den ersten Lockdown so reingefallen, aus dem April letzten Jahres. Die Wilde Jagd, das ist auch eine Band um einen Berliner Künstler bei uns auf dem Label, die jetzt inzwischen das dritte Album veröffentlicht haben. Ja. Und auch so ein ganz, ganz spannendes Album. Also auch wirklich ein Künstler, von dem ich sagen würde, das ist eine Musik, die sicherlich irgendwo eine Tradition hat in Krautrock im weitesten Sinne, wenn man das so möchte, aber die wirklich ganz, ganz eigen klingt und ein Künstler da auch eine bemerkenswerte Entwicklung mitgemacht hat. Und ich hatte diese Platte jetzt rausgesucht, weil wir ja auch über die Pandemie gesprochen haben und das war wirklich so richtig schade. Es gab eine geplante Release-Tour und das Album kam dann raus und fiel so wirklich in diese Leere rein. Direkt in das Loch dann, ja. Genau. Trotzdem hat das Album seine Hörer gefunden und das war auch damals wirklich ganz spannend. Also der Künstler hatte sein zweites Album rausgebracht vor 2 Jahren oder 3 Jahren inzwischen und das war sehr erfolgreich und hatte jetzt dieses Album gemacht, was nur 4 Stücke hat und ich fand das einfach unglaublich mutig als künstlerisches Statement, dieses Album, weil ich finde es super gut, aber es ist eine echte Herausforderung und dann war es so ganz spannend, das fiel mit dieser Pandemie zusammen und ich hatte das Gefühl, es hat dem Album natürlich sicherlich Chancen genommen, allein dadurch, dass keine Konzerte stattfanden. Ja. Aber es war auch eine Chance für dieses Album, weil ich finde, das ist ein unglaubliches Höralbum zum sich zu Hause einschließen und zu Hause hören. Ja. Und ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich aufgegangen. Also es haben glücklicherweise sind doch viele Leute auf das Album gestoßen und vielleicht ist es dadurch tatsächlich auch gewachsen nochmal ein bisschen. Und eben auch die Alben von Conny und Richard, die vielleicht in einer Zeit, wo eben der Normalbetrieb laufen würde mit viel Clubmusik, wenn man elektronische Musik
veröffentlicht, steht man ja immer irgendwie auch in Konkurrenz zu dieser Clubmusik. Und da geht so Hörmusik tatsächlich so leider so manchmal so ein bisschen unter, weil im Zweifelsfall dann natürlich doch die DJs eher oder das Publikum dann eher das macht, was so ein bisschen dieses Lebensgefühl des viel Feierngehens und ja. in die Clubs gehen unterstützt. Und ja, das ist jetzt vielleicht auch tatsächlich neben allen negativen Auswirkungen, die diese Pandemie hat, auch vielleicht gerade eine schöne Chance, dass so Platten, die wirklich in Ruhe entdeckt werden wollen, dass die Leute sich jetzt auch die Zeit zwangsläufig dafür nehmen, um dann auch solche Platten eher zu entdecken. Ja. Ist das für Tapete, gilt das auch so? Oder? Ja, ich wollte gerade überlegen, also es ist, was auf jeden Fall fehlt, und das fehlt auch bei diesen Platten, also diese verschobenen Touren und was du vorhin gesagt hast, dass ihr ja auch ein Ort seid, wo man solche Musik entdecken kann. Und dieser Ort fehlt uns natürlich, um die Anfangserfolge, sage ich mal, die man vielleicht hat, dass es im Radio gespielt wird, dass die Presse gut darüber berichtet, halt ja. dann auch weiter fortführen zu können, dass man halt damit dann 1,5 Jahre lang touren kann und immer wieder dann quasi in kleinen Szenen vor Ort diese Musik vorstellen kann. Das ist schon für beide Labels, für alle Künstler, mit denen wir eigentlich arbeiten, immer ein wichtiger Bestandteil von einer Arbeit an der Karriere, wenn man mal so sagen will, dass halt die Künstler live spielen. Ne? Und diese Weiterführung nach der Veröffentlichung fehlt uns natürlich bei all diesen Veröffentlichungen, die wir gemacht haben. Und das spürt man halt auch. Einiges mag halt dann dennoch genauso gut funktionieren oder besser, aber man spürt es trotzdem an den Stückzahlen, dass halt natürlich auch die Verkäufe auf Tour so nicht mehr stattfinden können, dass man eben nicht dann den lokalen Radiosender, so klein er auch sein mag, davon überzeugen kann, irgendwie jetzt kommt der Künstler aber in deine Region, spiel doch mal Musik von ihm oder ihr, und deswegen ist das schon spürbar. Also das war ja die Eingangsfrage, was hat diese Pandemie mit uns gemacht und wie hat sich das verändert? Sie hat uns nicht den Mut genommen, irgendwie Musik zu veröffentlichen und daran zu arbeiten, aber es ist natürlich schon manchmal echt schmerzhaft, wenn halt eben all diese ganzen Pläne und all die Arbeit, die halt die Kollegen aus der Booking-Abteilung da reingesteckt haben. Ja, die verpufft dann so, ne? Genau, ja. Ja, und das hat auch einfach weitreichende Folgen. Also ich glaube, ein paar Monate lang dachten ja alle noch, okay, das ist jetzt die Pause und dann geht es so langsam weiter, wie es immer war. Aber ich glaube, inzwischen ist auch allen klar, dass das auch so langfristig unsere Arbeit oder auch diese Landschaft so ein bisschen tatsächlich verändern wird. Also wie werden Konzerte wieder losgehen? Es wird natürlich in diesem Markt auch enorm verändern. Also dieser Live-Markt war natürlich auch sehr übersättigt, weil es von der Musikwirtschaft natürlich auch so ein bisschen das Mittel überhaupt war, um Alben zu bewerben, dass man jeden auf Tour geschickt hat. Und das hat natürlich auch immer für eine enorme Konkurrenzsituation gesorgt, sodass vielleicht im besten Fall das auch eine Chance sein kann, einfach das so ein bisschen, also was auch immer passieren wird. Es wird natürlich hart sein, der Markt wird natürlich auch weiter, das wird da Druck geben und die Gagen werden sicherlich auch erstmal sinken. Aber man merkt schon, dass jetzt auch Künstlerinnen und Künstler sich alternative Konzepte überlegen, also sei es so eine Mischform aus Streaming-Konzert, also wie geht man mit diesem digitalen Raum eben neu um und wie schafft man es auch wieder, Musik zu den Menschen zu bringen, ohne dass es eben zwangsläufig eine Tour sein muss. Und gerade für einige Büro B-Künstlerinnen ist das vielleicht auch eine Chance, weil das ja manchmal auch tatsächlich Musik ist, wo man jetzt keine 3-Wochen-Tour buchen kann, weil es dann doch eine Musik ist, die nur an speziellen Locations funktioniert und im speziellen Rahmen. Genau, das bleibt abzuwarten. Das ist natürlich erstmal schwierig, aber meine Hoffnung ist immer, dass daraus auch vielleicht so ein bisschen mit kreativem Geist vielleicht was Neues entsteht. Genau, ich meine, im digitalen Raum, es fehlt der Schalldruck und die Nähe und so weiter, wobei es trotzdem was ist, was erschlossen werden muss. Ich würde an der Stelle sagen, wir haben ein bisschen im Archiv gekramt, wir haben einiges, was in eurem Rooster ist, auch schon bei uns auf dem Schiff gehabt. Und wir haben uns dann, Jimmy Tenor war mal da, zusammen mit Tenors of Calma 2015 im Mai, Ende Mai war das. Da würde ich sagen, schauen wir mal rein, eine schöne Aufnahme und dann können wir gleich weiter quatschen. Gerne. We'll be right back.
Genau. Ihr beiden, zwei Hamburger Labels, Büro B und Tapete Records, in Hamburg ansässig. Wie ist das eigentlich hier, so in Hamburg ein Label zu betreiben? Stadtpolitisch seid ihr gewollt, gewünscht, wird euch geholfen? Gerade auch jetzt während Corona oder sowas? Seid ihr unter irgendeinem Schutzschirm oder wie sieht das aus? Also grundsätzlich muss man sagen, dass Hamburg ein sehr guter Standort ist für die Musikbranche, würde ich mal so behaupten. Es hat sich auch sehr zum Positiven gewendet. Ich erinnere mich noch, als mein damaliger Arbeitgeber Universal die Stadt verlassen hat und man dann versucht hatte, zu gucken, welche Hilfestellung es gibt, um halt was Neues zu gründen, hat das niemand verstanden. Also wir waren da bei der Wirtschaftsbehörde, bei der Kulturbehörde, überall hat man uns nur zum Nächsten geschickt. Aber mittlerweile gab es dann auch so eine Initiative von Hamburger Labels, die wir zusammen mit Grand Hotel und damals noch mit Lado zusammen angeschoben haben, eine Labelförderung zu machen. Da war Farid Müller von Bündnis 90 Die Grünen, muss man auch mal sagen, einer der oder die Person, die in der Politik verstanden hat, dass das halt wichtig ist und hat das mit uns gemeinsam durchgekämpft durch die Instanzen. Und das ist wirklich schon ein sehr guter Standortfaktor, sage ich mal. Man hat Menschen. Also sagt Hamburg, sagt das ja von sich selber ganz gerne, so Musikmetropole, mega viele Clubs voll am Start. Und sozusagen, ja, da ist was los. Es ist immer Luft nach oben natürlich, also im Vergleich zur Filmbranche oder zum Hafen oder zu sonst was. Aber man muss ja nicht über alles meckern, man muss ja auch mal sagen, was gut läuft. Und das ist wirklich, wir haben auch befreundete Künstler, die halt in Niedersachsen wohnen oder in Hessen oder sonst wo. Und die kriegen halt gar nichts. Ja. Und die Hamburger Künstler, habe ich das Gefühl, da gibt es eine Aufmerksamkeit bei der Politik und auch ein Bewusstsein dafür, dass diesen Menschen halt geholfen werden muss und dass deren Existenzgrundlage halt in Gefahr ist oder nicht da ist im Moment. Ja. Von daher bin jetzt nicht durch und durch Freund von allem, was in der Politik passiert, überhaupt nicht, aber finde es auch wirklich wert zu sagen, dass diese Stadt da durchaus vorne mit dabei ist und auch Hilfestellungen gibt. Jetzt konkret muss man sagen, als Label ist jetzt aufgrund der Pandemie bislang noch nichts angekommen, ist jetzt gerade sowas angeschoben worden. Ja. Wird sich zeigen, ob das dann auch umgesetzt wird, aber immerhin, dass es solche Programme gibt. Also noch ist es nicht auf dem Konto, aber es wird eben darüber nachgedacht und was in Bewegung gesetzt. Ja. Das heißt zwar immer, ne, das Geld, das noch nicht auf dem Konto ist, ist auch einfach wirklich nicht da, auch wenn es versprochen ist so, aber es sieht ganz gut aus, meinst du dann? Ja, es wurde jetzt ja gerade dieses Music Business Support Hamburg oder wie das dann auch so fancy genannt wird, wurde ja aufgestellt und da können eben Firmen wie wir Anträge stellen, um Projekte fördern zu lassen, die halt in Pandemiezeiten auch das Überleben von Firmen wie unsere halt sichern. Mhm. Und das ist schon gut. Also es ist allein gut, es tut gut mitzubekommen, dass man halt wahrgenommen wird und nicht völlig egal und ohne Bedeutung ist. Das war vor, sag ich mal, 20 Jahren noch auf jeden Fall anders. Okay, also auch da die Frage von wegen, ist das, was als musikalischer Output jetzt zum Beispiel von euren Labels kommt oder auch von den Clubs, die das irgendwie live aufführen, da ist die Wertschätzung für den kulturellen Wert dieser Art von Kunstperformance und sowas irgendwie da. Ich meine, klar, Luft nach oben immer. Hast du gesagt, ich frage mal so. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also es gibt natürlich, gerade auch für den Bereich elektronische Musik, was wir jetzt mit Büro B machen, es gibt natürlich speziell um den Pudel herum ja auch eine Szene, mit der es dann auch immer wieder Verknüpfungen gab oder jetzt tatsächlich mit Pose Dia oder Richard von der Schulenburg dann auch direkt aus dem Umfeld Künstlerinnen und Künstler, die dann hier veröffentlichen. Und auch das sind ja Bande, die immer so ein bisschen stärker werden. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass Hamburg, was das angeht, manchmal doch irgendwie, obwohl es eine große Stadt ist, dass es relativ übersichtlich und klein ist. Es gibt so bestimmte Nischen und Szenen, die auch so für sich wachsen und aus denen heraus auch vieles passiert. Aber es ist natürlich nicht so wie in beispielsweise Berlin, wo es noch einfach viel größeres Publikum davon gibt. Und manchmal hat man natürlich Abende, wo es dann schon irgendwie traurig ist, weil man so vor denselben 30 Eingeweihten steht und dass das dann doch schwieriger ist, ein Interesse zu wecken. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch vielleicht auch ein grundsätzlich deutschlandweites Phänomen. Also ich selber als tourender Musiker oder auch von anderen Künstlern, mit denen man vom Label spricht, weiß man, es gibt in anderen Ländern, ist dieser die Neugier auf Musik anders. Also da gehen Leute aufs Konzert und zahlen 15 Euro, weil sie etwas sehen möchten, was sie noch nicht kennen. Meckern nicht wegen 10 Euro und gehen eben hin, weil sie was Neues entdecken möchten. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, es gibt immer so,
was natürlich für etablierte Bands schön ist, aber so diese Fankultur, also man kennt das, dann funktioniert das auch meistens, also dann gehen die Leute dahin. Aber wenn man sagt, okay, hier, wir bieten einen Abend an mit drei Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht eher unbekannt sind, ist dann eher, also dafür soll ich jetzt 10 Euro bezahlen, da gibt es dann wenig Verständnis dafür. Und ich habe das Gefühl, man muss so einen bestimmten Punkt erst überschreiten, dann mag das funktionieren. Aber alles, was so ein bisschen unter diesem Radar ist, das ist schwierig und habe ich das Gefühl, speziell auch in Hamburg manchmal eher sperrig. Ich finde es auch ganz spannend, was du sagst, so, also auch meine oder Wahrnehmung, wenn man sich mit Leuten unterhält, die in der Szene unterwegs sind und so weiter. Das Gefühl wird man nicht so ganz los, dass aus UK, Frankreich, Dänemark, USA viel Fett da ist, irgendwie an guter, spannender, progressiver Musik, die dann auch immer wieder kommt. Der Blick auf Deutschland selbst oder auch auf Hamburg dann teilweise so, ich habe wirklich mal deutschlandweit gesprochen, hat man so ein bisschen das Gefühl, so naja, so richtig viel ist hier dann nicht los im Vergleich. Also dann, was dann so an richtig innovative Musik kommt, ist das, ob es an der Musikförderung liegt oder an der Kreativität oder was auch immer. Nehmt ihr das auch so wahr oder ist das so ein blödes Deutsch-Bashing-Vorurteil so, dass man. Also gerade für Büro B finde ich, das ist unglaublich, wie viel tatsächlich Künstler und Künstler aus Deutschland es gibt. Und so wie mit der Wilden Jagd beispielsweise, oder gar nicht, dass ich sogar das Gefühl habe, es ist jetzt, was für unsere oder meine Generation natürlich irgendwie schwierig ist, weil alles schon mal da war, irgendwas Neues zu schaffen, aber dass ich wirklich das Gefühl habe, es gibt an so ein paar Orten in Deutschland wirklich so eine Szene und so Schmelztiegel, wo wirklich auch was Neues entsteht, und das finde ich schon spannend. Und auch diese Brücke, die wir natürlich über diese Krautradition nach Düsseldorf haben, also es gibt so ein paar Achsen in Deutschland, Berlin, Düsseldorf und Hamburg eben auch, wo von der Musik selber sehr, sehr Spannendes funktioniert. Also was ich angesprochen habe, die Schwierigkeiten sehe ich dann eher in der, wie das angenommen und rezipiert wird, weniger als dass das Angebot nicht da wäre. Okay. Also für die elektronische Musik ist das bestimmt richtig. Ich würde sagen, bei der, wenn es ein bisschen mehr Richtung Pop geht, ist halt in diesem Land so ein Pop-Verständnis schon sehr gering ausgeprägt. Reduziert. Und hat auch eher reduziert, genau. Also da kann man ruhig so ein bisschen Bashing betreiben. Also wenn man merkt, welchen Stellenwert das in anderen Ländern hat, muss man sich auch nicht wundern, warum halt dann so viel spannende Musik auch eben von woanders herkommt. Ja. Weil das einfach viel mehr Thema ist im Alltag. Ne? Also von der Medienlandschaft bis zu den persönlichen Gesprächen, sage ich mal, hat halt in England Popmusik einfach, ist halt King. Und hier ist es halt irgendwie, ja, okay, hat mir die neue Johannes Oerding geholt oder so ein Scheiß. Ist es auch, was wir vorher hatten mit der Sichtbarkeit, auch im Fernsehen, im Radio, also ich zum Beispiel schalte das Radio, selbst also wenn ich mal in irgendeinem Auto sitze, was selten vorkommt so, dann lieber gucken, dass man mit Bluetooth sich eine eigene Platte auflegt, weil das Radio ist halt so nicht ertragbar eigentlich. So, höchstens du findest so einen FSK-Sender, wo gerade mal deine Sparte läuft oder so, aber. Genau, also es hat sicherlich vieles mit vielen zu tun, also dass man natürlich auch nur Sachen mögen kann, die einem vorgestellt werden, so, und wenn dann halt da der Kulturauftrag nicht so richtig wahrgenommen wird und immer die gleiche Soße gespielt wird, kommt man nicht in Berührung. Also die Sichtbarkeit ist dann natürlich nur innerhalb von einer Szene oder innerhalb von einem Nischenpublikum gegeben. Ja. Und das ist klar, ist in anderen Ländern durchaus anders, ob das an Förderungen oder einfach an einem Bewusstsein liegt. Ich glaube, es ist auch einfach echt ein Bewusstsein. Also Popmusik ist in England halt wirklich, hat einen Stellenwert. Das sind halt, und auch zu Recht, und vielleicht entwickelt sich dann natürlich dadurch dann auch eben noch bessere Popmusik, weil eben ja, es auch eine Sogwirkung hat und sich mehr Leute damit beschäftigen. Ich würde das auch sagen, das wird mir auch bei Skandinavien oder so wirklich tatsächlich so einfallen, dass da auffällig viel kommt, auch aus Frankreich und so weiter. Gibt es Dinge so, würdest du sagen, gibt es ein paar Sachen, die hier sein müssten, damit das hier auch besser läuft, besser geht? Also so zum einen die Sichtbarkeit in Radio, Fernsehen und sonst wo Medien oder auch ein Bewusstsein dafür? Ist das schulische Bildung, dass man keine Ahnung von Mucke hat irgendwie so? Ja, schulische Bildung nicht. Es ist schon eher, ja, also ich glaube, wenn du halt keine Vorbilder hast, die halt wirklich was Neues und Spannendes machen und auch wirklich was Gutes machen, sondern deine Vorbilder halt das sind, was du halt im Tagesprogramm im Radio hörst und dich daran orientierst, dann kannst du halt auch nur langweilige Musik machen. Ja. Also jetzt mal sehr überspitzt und polarisierend gesagt. Eine gute Spitze auf jeden Fall. Ja. Es ist schon natürlich so. Also du kannst ja nur an etwas dich orientieren und von etwas lernen, was du halt mitbekommst. Und wenn du
nur zum 100.000. Mal Phil Collins in The Air Tonight hörst, dann wirst du halt versuchen, das zu machen. Und ich habe es direkt im Ohr leider. Ne? Ja, ja. Und da fehlt halt so ein bisschen der Mut natürlich. Ja. Also und das ist, glaube ich, woanders schon durchaus gegeben. Also gibt es einfach mehr Plattformen, mehr Awareness für ja. gute Musik. Und auch Infrastruktur vielleicht. Ne? Also ich weiß, dass aus Skandinavien da werden Proberäume und so Möglichkeiten überhaupt für junge Bands sich zu entwickeln, wird einfach viel mehr gefördert. Also in Hamburg zahlt man ja teilweise für einen Proberaum so viel Miete wie in anderen deutschen Städten für eine Zweiraumwohnung. So, das macht es natürlich dann auch nicht unbedingt einfacher, da überhaupt diese Entscheidung zu fällen, dass man das wirklich angeht. Und aber ich glaube, es ist auch, ja, man philosophiert, wir natürlich auch hier immer drüber, wie erreicht man überhaupt Leute und was für eine Rolle spielt Musik bei den Jugendlichen heute noch. Also es merkt man ja auch in überhaupt, glaube ich, aber das ist wahrscheinlich in allen westlich entwickelten Ländern so, dass Popmusik als Soundtrack sozusagen für Jugendliche, die da so sehr entscheidend ist, auch für die Identifikation, dass sich das natürlich auch einfach verändert und die heute allgemein ganz anders an Musik kommen, seien es über Netflix-Serien oder über Spotify. Und auch über Games, ne? Also ja, als, tatsächlich. Soundtrack also, in einem Game oder so. Genau. Also ich wüsste auch nicht, tatsächlich könnte ich gar nicht sagen, ob 16-Jährige, wenn das Radioprogramm anders wäre, ob sie es überhaupt heute hören würden. Ob sie Radio. Dort sind überhaupt so. Ja. Genau. Aber auch hier nochmal Awareness und ich würde sagen, auch vielleicht nochmal abschließend. Wir sitzen hier, ich sage jetzt mal ganz doof, drei weiße Kartoffeln, Männer und fachsimpeln ein bisschen über Mucke rum irgendwie so. Wie sieht es aus eurer Perspektive um eine wirkliche Diversität in der Musiklandschaft auf Bühnen, auch in Bands und so weiter aus? Ich rede jetzt also nicht nur aus der rein feministischen Perspektive, dass es eine sehr männerdominierte Szene ist, immer noch. Einfach auch wirklich die Vielfalt. Deutschland ist ein Migrationsland, es sind viele Menschen vieler verschiedener Kulturen und Ethnien hier. Wie gesagt, wir sind selber hier aus der betroffenen Gruppe der Majorität irgendwie so. Ja. Wie seht ihr das? Tut sich da wirklich was? Achtet ihr darauf in eurer Planung, in eurem Booking so? Oder? Also es ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir natürlich viel sprechen und nicht nur wir, sondern auch mit all unseren Partnern, Veranstaltern, die man hat. Und ja, es gibt verschiedene Wege, wo wir uns einfach durchprobieren. Also sei es jetzt wirklich das aktiv anzugehen, wenn man, ich weiß nicht, eine Compilation macht, dass man dann auch bewusst schaut, dass man da wirklich eine Diversität abbildet und das nicht eben einfach nur passieren lässt. Das ist eine Methode, die wir sicherlich auch verfolgen. Und das Wichtigste und, glaube ich, was dann auch wirklich das Nachhaltigste ist, einfach für ein Umfeld zu sorgen, in dem es einfach keine Hürden mehr gibt. Also in dem es auch einfach für alle möglichen Künstlerinnen und Künstlern aller verschiedenen Herkünfte oder unabhängig von Geschlecht und Herkunft einfach interessant ist, sich auch hier zu bewerben. Also auch das merken wir, dass das etwas ist, was sich durchaus verändert. Also auch bei Büro B, auch Alben von jungen Künstlerinnen inzwischen zu veröffentlichen, die vielleicht vor ein paar Jahren, als das ein reines Reissue-Label war, von so 70er Jahre deutscher Musik, die natürlich komplett männerdominiert war, vielleicht auch einfach so eine Hürde da war zu sagen, da bewerbe ich mich gar nicht irgendwie, ich sehe nicht, dass ich da einen Platz habe. Und das merken wir, dass sich das aufbricht und verändert. Und ich glaube, das ist so nachhaltig das Beste, was man machen kann, dass man einfach diese Schranken komplett einfach abbricht und dass es dann einfach eine natürliche Entwicklung gibt, aber klar, sind wir immer noch an der Stufe, wo das nicht einfach so passiert, sondern wenn man diesen Auftrag ernst nimmt, dann muss man das auch aktiv befördern, was wir dann natürlich auch immer versuchen. Man kann natürlich nicht alles auffangen, das ist auch ganz klar. Also sozusagen alle die sozialen Missstände, da sind wir natürlich auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Ja, das reproduziert sich eben, also auch das kann man nicht komplett auffangen, aber ich finde es wichtig, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, dass wir es thematisieren und dann an den Stellen sozusagen, an den Zugschrauben, wo wir ansetzen können und das vielleicht auch aktiv durchbrechen können, das dann auch wirklich tun. Bist du das auch so oder siehst du das für Tapete ebenso? Gültig, ja, oder? Unbedingt. Also es ist, muss natürlich wesentlich früher angesetzt werden. Also wir sind natürlich in einer Situation, wo wir erstmal nur das auch weiter verbreiten können, was vorhanden ist. Ja, und genau. Da, wenn ich vorhin von einer Vorbildfunktion gesprochen habe, fehlt es eben an Beispielen und da versuchen wir eben gerne Künstlerinnen eine Plattform zu geben. Mir ist ganz halt im Kopf so ein Film-Doku-Filmprojekt und Compilation-Projekt, was wir seit 2 Jahren
an dem wir seit 2 Jahren sitzen, eben an Female Punk Anfang der 80er Jahre hier in diesem Land. Und ja. Es ist bei keiner dieser Personen, bei dieser Menschen ist da eine Karriere draus entstanden. Ne? Ja. Während parallel halt die Toten Hosen sich wahrscheinlich 27 Schlösser gekauft haben und dann ihr Leben lang das weitermachen konnten, gibt es einfach ganz viele. Und verschlagert wurden, wie auch immer, ist ja auch alles legitim. Es gibt eben da, also das, deswegen haben wir da eben auch uns länger schon mit beschäftigt und sind auch froh, gegen etliche Hürden eben auch diese Geschichte des Scheiterns dann zu erzählen von den Künstlerinnen, die eben zur gleichen Zeit aufgebrochen sind, genauso innovativ und tolle Sachen gemacht haben, aber irgendwie als Frau das damals nicht umsetzen konnten. Mhm. Weil es eben eine Landschaft war, wo das noch wesentlich weniger ging, als es hoffentlich heute der Fall ist. Ja. Und das ist so ein Projekt, wie gesagt, was mir dann gleich im Kopf ist und wo ja ich merke, dass dann auch wenig nachgewachsen ist, weil eben diese Vorbilder bis auf, sage ich mal, Ideal oder Nena, also gibt natürlich ein paar, aber nicht so in der breiten Vielfalt, die halt dann das andere Geschlecht sozusagen. Ja, ich denke auch mal so abschließend dann, da ist es, kann man zwar hoffen, bringt aber nichts, man muss tatsächlich, wie du auch meinst, so Strukturen bewusst und absichtlich bilden und irgendwie andere Hürden und Hindernisse abbrechen. Und doch ist es halt so, ja, der Pool, der ihr bedient euch aus dem Pool, wir auch, wenn wir booken so. Und da braucht es noch also in vielen anderen Bereichen auch eben so diese Ermöglichungsstrukturen so. Genau, das muss viel, viel früher ansetzen. Ne? Also das können nicht, also wir auch, aber es muss natürlich der Wunsch, also muss dann auch erzeugt werden, das auch als Musikerin tätig zu sein oder überhaupt so eine Karriere einzuschlagen und sich damit zu beschäftigen. Und da, genau, kann man nur eben hoffentlich ein paar Beispiele dann auch bringen, die zeigen, dass es funktioniert. Und, genau, gerade so, ist das auch so ein Meme fast schon, so ein Running Gag, so diese ganze Schallplattensammlerei irgendwie so, wenn man da mal schaut, wie da die Geschlechteraufteilung ist von Leuten, die sich ihre hunderten Platten zu Hause durchwühlen können, so, hat man auch den Eindruck, es könnte sein, dass es sehr viele Männer sind, so, aber genau, da tut sich bestimmt auch. Ja, ich glaube, also ich hatte neulich so einen Workshop und da erzählte eine junge Labelmacherin aus Köln, die auch immer für sich so eher den Eindruck vielleicht hatte, okay, das ist, wenn man jetzt nach Künstlerinnen und Künstlern sucht, dann ist die Frage, gibt es das tatsächlich gar nicht? Gibt es tatsächlich gar nicht viel mehr Frauen, die eben ihre Kunst auch anbieten, wo man sich eben bedienen könnte für Compilations oder für Bookings? Und die meinte auch, ihre Erfahrung ist, man muss das schon wirklich bewusst suchen. Also es gibt ja tatsächlich auch Projekte, die eben das fördern, die man dann gezielt ansprechen kann und sagen, ich möchte das jetzt aber wirklich gezielt eben auch haben, dass ich da junge Künstlerinnen einbinde und eben nicht, dass es einfach so passiert oder ich warte, dass die zu uns kommen, sondern man wird da selber aktiv. Und ich glaube, das muss man tatsächlich auch. Also ich glaube, diese Wunschvorstellung, die ich beschrieben habe, dass es diese Hürden nicht mehr gibt, da sind wir noch nicht. Also bis dahin, glaube ich, muss man tatsächlich da nochmal einfach aktiver vorgehen. In diesem Sinne würde ich sagen, aktiver vorgehen, das müssen wir alle, egal ob Corona oder nicht so. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Büro B, Tapete Records, Gunther, vielen Dank fürs Dabeisein. Und euch alles Gute für dieses Jahr, würde ich mal sagen. Ne? Ja, danke. Ebenso. Euch auch. Und hoffentlich bald auf dem Schiff. Ja, gerne. Ja. Kommt auf uns zu, sobald es geht. Geht was. Alles klar. Gut, danke.